Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wie ihr im Hintergrund schon erkennen könnt und wie ich ja auch schon in der letzten Folge angekündigt hatte, werden wir uns jetzt heute mal um die schwarzen Sakramente kümmern. Für die, die es nicht mitbekommen haben, in der letzten Folge, glaube ich, hier in der Freistadt der Dunklen Bruderschaft müsst ihr im Prinzip hier vom Eingang aus immer so geradeaus schräg links laufen und dann hier oben in diesen Bereich reingehen. Ja, Assassine? Habt ihr heute etwas für mich, Sprecher? Das tue ich. Unsere geliebte Mutter der Nacht hat ein weiteres Ansinnen erhalten. Die Zeit ist reif, ein Leben zu nehmen. Wen muss ich töten? Ehe wir fortfahren, möchte ich euch eine Herausforderung stellen. Zwei, um genau zu sein. Betrachtet es als einen Bonus, als eine Gelegenheit, eure Fähigkeiten zu beweisen. Solltet ihr Erfolg haben, werde ich euch belohnen. Wenn ihr versagt, dann sei es so. Solange das Ziel stirbt, ist das Sakrament erfüllt. Ich lausche. Euer Ziel erwartet euch im Schmugglernest. Es ist eine feuchte und von Fackeln erhellte Höhle. Das ideale Versteck für Leute auf der Flucht und einfältige Schläger. Ihr werdet dort als Eindringling erachtet werden. Falls ihr ein Kopfgeld vermeiden wollt, solltet ihr euch also besser nicht sehen lassen. Was muss ich tun? Wahre Anhänger von Sitis sind wie Geister. Nur dann sichtbar, wenn sie gesehen werden wollen. Zeigt mir, dass ihr eine Meisterin des Schleichens seid. Schließt eure Aufgabe ab, ohne die Einwohner des Schmugglernests in Alarmbereitschaft zu versetzen. Ich verstehe. Die Arbeit eines Assassinen verlangt nach Heimlichkeit, aber auch nach Flinkheit. Unsere Messer müssen schnell zuschlagen. Entschlossen. Behaltet das im Hinterkopf und führt euren dunklen Dienst zu Ende, bevor der Aufseher des Tunnels eintrifft. Was ist die zweite Herausforderung? Es scheint, als ob euer Ziel Gefallen an den verderbteren Dingen des Lebens findet. Wir sollten ihn einmal von seiner eigenen bitteren Medizin kosten lassen. Findet ihr nicht auch? Verwendet Gift, um eure Beute zu töten. Sonst noch etwas? Mir wurde zugetragen, dass das Ziel ein Lieblingshaustier mit dem Namen Glückspfote hat. Peinliche Gefühlsduselei. Unser Schreckensvater hat nichts als Abscheu für die Gezähmten und die Schwachen übrig. Erschlagt dieses Vieh in seinem Namen. Oh nein, bitte. Wer ist mein Ziel? Borcholim, ein Großwildjäger aus dem Walenwald. Er hat es geschafft, auf einer seiner Expeditionen nach Schwarzmarsch eines der heiligen Krokodile zu töten. Er spielte den Ahnungslosen, aber der örtliche Baumhirte war nicht überzeugt. Tötet diesen Waldelfen. Und ich dachte jetzt schon, er redet von einem echten Tier. Borcholim wird sterben. So, ja, wenn ihr hier draußen seid, ist noch alles gut. Da ist die Zeit noch nicht vergangen, aber es wird sehr, sehr schwer, sich an die Vorgaben zu halten. Ich habe es bis auf einmal, glaube ich, noch nie geschafft, muss ich dazu sagen. Ohne gesehen zu werden, ja, aber ich glaube nur mit meiner Nachtklinge. Entsprechend stellt euch schon mal darauf ein, dass wir auf jeden Fall Kopfgeld kriegen werden. Hier, das könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wenn ihr möchtet. Und ja, dann gehen wir mal rein. Zeit läuft und man wird auch erst entdeckt, wenn man hier durch diese Tür geht. Töt Borcholim mit Gift kann ich leider nicht machen, muss ich dazu sagen, weil ich habe kein Gift. Entsprechend kann ich auch den Typen nicht mit Gift töten. Hier laufen immer wieder diese einen Wachen rum. Ich glaube, da oben war jetzt gerade auch einer. Das sind zwei Leute, okay. Wollte gerade den einen schon getötet haben. Das heißt, hier unten wird jetzt sicher noch eine Wache mir entgegenkommen. Alter, willst du mich verarschen? Gerade will ich mich von hinten an die blöde Kuh anschleichen. Da dreht die sich um. Wobei man sich an die jetzt nicht anschleichen kann. Also ich hatte nicht gesehen, dass das eine Fackelträgerin war. Das ist doch jetzt richtig, richtig dämlich. Normalerweise sieht man die immer sofort. Aber sie stand halt eben so vor der Fackel. Und es war halt auch kein Kreis zu sehen. Weil die decken euch natürlich auf. Das heißt, da könnt ihr euch von hinten noch nicht ranschleichen.
Frage ist nur, geht die jetzt hier oben noch weiter oder komme ich da durch? Komme ich gerade noch so rum? Ist jetzt natürlich die Frage, wo mein Ziel ist. Ich bin bei solchen Sachen immer leiser, weil ich immer denke, vielleicht höre ich noch was. Da kann ich mich aber, glaube ich, nicht... Da hinten ist mein Ziel, oder? Boah, ich hasse diese Stellen. Ihr scheint Ärger zu mögen. Alter. Sonst wärt ihr schon längst wieder weg. Ich konnte noch nicht mal sehen, ob er mich anguckt. Okay, in dem Fall hat er mich jetzt angeguckt. Wie entkommt ihr, der Aufseher kommt? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich muss doch die Glücksfote töten. Die wahrscheinlich irgendwo hier ist. Da ist einer, da ist einer. Hier ist aber keine Glücksfote. Ihr hattet eure Chance, einfach zu gehen. Jetzt rufe ich die Wache. Willst du mich verarschen? Wieso hat der mich jetzt gesehen? Bevor die Wache auftaucht und euch abschiebt. Oh, Alter. Dein Ernst jetzt. Dass die jetzt genau in diesem Moment da rauskommt. Wieso geht der jetzt auf mich los? Raus! Lärm und ruf die Wache herbei! Okay, das sollte Glücksfoto sein. Keine Ahnung. Egal. Wir machen jetzt mal das, was man normalerweise nicht macht. Wir gehen nämlich jetzt einen Schritt schneller und schon kommt diese blöde Kuh mir entgegen. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Bis wo geht die denn hier? Oh, es ist nicht wahr. Weil da kann man natürlich nicht einfach dran vorbeilaufen. Komm, jetzt dreh dich doch wieder um. Ich hab nur noch 12 Sekunden. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, natürlich. Was auch sonst. Und die blöde Kuh ist zu doof, um sich zu bewegen hier. Komm, beeil dich. Problem ist, der Aufseher kommt meines Wissens nach immer vom Eingang her und da müssen wir natürlich jetzt hin. Oh, sowas ist wirklich mega, mega ärgerlich. Ich sehe jetzt hier leider nicht, wie weit der Kreis ist. Warum ist da hinten jetzt noch einer? Alter. Ernsthaft jetzt? Eieieiei. Ja. Also hier... Ich weiß nicht, ob der Typ jetzt noch kommt. Hier dieser komische... wie heißt er jetzt nochmal? Der aussieht wie eine Echse. Aber die sind auf jeden Fall ganz schön in Alarmbereitschaft gerade. Das ist richtig. Wo willst du mich denn? Warum dreht die sich jetzt um? Und wie komme ich jetzt an dem Typen hier vorbei? Das ist jetzt auch noch die andere Frage. Der ist natürlich dann auch noch wesentlich schwieriger. Also, den kann man natürlich besiegen, klar. Aber der hat natürlich wesentlich mehr... also hier, der hat nur 31.000 und der hat ja 248.000. Oder lässt mich hier echt nicht vorbei? Willst du mich denn... Kann ich irgendwie hier unten dran vorbei? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist hier. Ich glaube, hier ist mehr zu, ne?
Okay, das ist auf jeden Fall möglich. Heieieiei. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt auf jeden Fall Kopfgeld, wenn ich diese Runde mache. Das hat auch gestimmt. Warum man immer hier vorne am Eingang wieder rauskommt, ich habe keine Ahnung. Das ist sehr unlogisch gemacht. Und es ist ja auch doof gemacht natürlich, weil man dann immer wieder hier reinlaufen muss. Euer Opfer erwartet euch, Assassine. Ich bin Zurücksprecher. Ich erwarte euren Bericht, Assassine. Das Ziel im Schmugglernest wurde ausgeschaltet. Gut gemacht. Was ist mit den Herausforderungen, vor die ich euch für diese Aufgabe gestellt habe? Ich habe einen Teil eurer Herausforderungen erfüllt. Eine weitere Seele wurde an Sitis übergeben. Es ist bedauerlich, dass diese Dinge nur selten wie geplant ablaufen. Doch das Endergebnis ist das gleiche. Denkt über das Geschehene nach. Kehrt morgen zurück und setzt das Gelernte in die Tat um. Ja, und wir haben irgendein Rüstungsteil von Sitis Berührung erhalten. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also wenn ihr da schon Erfahrung mitgemacht habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich meine aber, es macht keinen Unterschied, ob wir vorher das Kopfgeld auslösen oder nicht. Ich meine, wir haben jetzt irgendwas mit 1100 oder 1200 Kopfgeld erhalten. Theoretischerweise könnten wir das erst in der Goldküste zum Beispiel oder woanders natürlich wegmachen lassen. Ich meine aber, dass ich bisher sonst auch nicht viel mehr bekommen habe. Also das war immer so 300, 350 irgendwie die Ecke rum. Und ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Wenn ihr da definitiv klare Erfahrungen mit habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Würde mich echt mal interessieren. Aber wie gesagt, also ich denke, dass es da wohl nicht wirklich Unterschiede gibt. Es kann vielleicht sein, dass wir hier anstatt eine grüne Ausrüstung eine blaue erhalten würden, wenn wir beide machen. Oder vielleicht auch eine lila, ne? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also falls ihr da irgendwelche Erfahrungen mit gemacht habt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Die Litanei hat begonnen. Ja, und nachdem wir das erste davon gemacht haben, steht jetzt Nevusa hier. Die Zuhörerin sagte, dass ihr zu mir kommen würdet. Was habt ihr über die Zuhörerin gesagt? Die Zuhörerin schickte mich, um die Litanei des Blutes zu überbringen. Ich habe sie vor den Schrein der Mutter der Nacht gelegt. Sie meinte, sie wäre für die Mörderin, die den Tod gekostet hat. Auch wenn sich das auf jeden in der Freistadt beziehen könnte, denke ich, dass sie das Buch für euch vorgesehen hat. Was ist die Litanei des Blutes? Eine Prüfung vielleicht. Ganz sicher eine Botschaft. Eure Brüder und Schwestern haben hineingeschaut und nur leere Seiten gesehen. Sie empfanden es als angenehm und beruhigend, aber es war völlig leer. Vielleicht sehen eure Augen ja mehr. Ich werde mir das Buch ansehen. Geht und schaut in die Litanei des Bluts. Falls ihr nichts seht, dann seid ihr nicht die, für die ich euch gehalten habe. Wer seid ihr, wenn ihr mir diese Frage gestattet? Die Zuhörerin hat mich geschickt, um die Litanei des Bluts zu überbringen. Das ist alles, was ihr wissen müsst und mehr, als ich sagen wollte. Wer ist die Zuhörerin? Die Zuhörerin und die vier Sprecher bilden zusammen die Schwarze Hand, die oberste Entscheidungsinstanz der dunklen Bruderschaft. Man könnte sogar sagen, dass sie diesem Rat vorsteht. Die Zuhörerin vernimmt die Worte der Mutter der Nacht und flüstert sie an die Sprecher weiter. Ihr sagtet, die Seiten des Buches wären leer? So leer wie der Blick aus den Augen eines toten Mannes. Aber macht ruhig und seht es euch selbst an. Ich bin neugierig herauszufinden, ob die Zuhörerin mit euch recht hatte. Ob ihr sehen könnt, was da wirklich ist. Ja, und das können wir. Und ich wollte eigentlich schon mal direkt zum Buch gegangen sein, um euch das zu zeigen. Aber ich hatte vergessen, dass man vorher noch mit jemandem sprechen muss. Und zwar, wenn man das Buch liest, dann liest man hier verschiedene Hinweise. Das sollen Hinweise sein zu den Opfern. Also im Prinzip diese Sternchen, diese drei Sternchen jedes Mal trennen die Hinweise voneinander. Und ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ihr könnt aber auch gerne bei uns auf unserer Homepage gehen. Da kriege ich schon einen Schluck auf.
und unter diehungrigenwölfe.wordpress.com. Da findet ihr dann, ich glaube, es war unter Tipps, auch nochmal eine genaue Auflistung. Und ich meine, ich hatte auch Screenshots mit dabei gepackt, wo die entsprechenden Opfer zu finden sind und wie sie heißen. Kleiner Disclaimer noch hierzu. Es kommt von Zeit zu Zeit vor, dass Zenimax das ein wenig ändert, dass die ein oder zwei vielleicht ein bisschen anders verschieben. Die sind zwar immer noch im gleichen Bereich, aber sind zum Beispiel nicht, ich sag jetzt mal, oben auf der Karte, sondern laufen von unten dann auf einmal und laufen mehr unten rum als oben. So kleine Änderungen machen die schon mal. Die Namen sind aber meines Wissens nach immer gleich geblieben. Sollte sich irgendwo was getan haben, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn sich die Leute jetzt plötzlich woanders befinden. Ich werde auch mal schauen, dass ich da noch ein extra Video zu mache, dass wir die ganzen Leute dann hintereinander mal durchgehen können. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das dann bei Alpha-Wölfin hochladen werde oder bis hier hochladen werde. Wenn ich es nur bei Alpha-Wölfin hochlade, werde ich auf jeden Fall noch mal einen kurzen Kommentar geben. Und werde euch dann sagen, wo ich das Ganze hochgeladen habe. Jetzt können wir noch mal mit ihr sprechen. Übrigens, wenn man die Litanei des Blutes macht, jedes einzelne Opfer steht dann nach und nach hier in Rot auf diesen Podesten drumherum. Und wenn man alle Podeste geschafft hat, dann bekommt man sogar noch eine Errungenschaft. Sagt mir, Assassine, was habt ihr gesehen? Ich kann die Litanei des Blutes lesen. Dann hatte die Zuhörerin also recht. Sagt mir, was habt ihr gesehen? Es ist wohl eine Art Gebet oder Ritual. Sehr poetisch. Was für ein Segen euch zuteil wurde. Die Mutter der Nacht hat euch auserkoren, die Litanei des Bluts in Erfüllung gehen zu lassen. Lasst mich euch etwas fragen. Ergaben die Abschnitte darin irgendeinen Sinn für euch? Es ist ein Gesang. Beschreibungen von Leuten, wie Rätsel, die mit »Am Auge wirst du sie erkennen« enden. Natürlich. Die Ziele müssen auf irgendeine Weise markiert sein. Leichter, als ich es uns gemacht hätte. Aber wer bin schon ich, die Zuhörerin in Frage zu stellen? Für mich ist klar, dass ihr die Litanei des Bluts entschlüsseln und die auf ihren Seiten festgehaltenen Ziele töten müsst. Warum glaubt ihr, dass sie Ziele sind? Was sonst sollte ein Buch enthalten, was von der Zuhörerin stammt? Ermittelt die Ziele darin und meuchelt sie. Abgesehen davon sollten weder ihr noch ich den Willen Sithes in Frage stellen. Eure Aufgabe wird nicht leicht sein, aber die Zuhörerin vertraut darauf, dass ihr Erfolg haben werdet. Ja, und damit erhalten wir dann die Litanei des Blutes, damit wir dann immer wieder nachlesen können, ja, in Anführungszeichen, wer wo zu finden ist. Man hat euch eine heilige Pflicht aufgetragen. Führt sie gut durch und bringt der Mutter der Nacht und eurer Freistadt Ehre, Assassine. Eure Brüder und Schwestern würden dafür töten, für eine solche Aufgabe auserkoren zu werden. Was, wenn ich die falsche Person töte? Es gibt keine falschen Personen. Der Schreckensvater heißt jede Seele willkommen, die ihr ihm schickt, mit Ausnahme eurer Brüder und Schwestern. Befolgt die 5 Gebote und fürchtet nicht, den Zorn von Sithes heraufzubeschwören. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es ja schon erschreckend. Also man könnte ja denken, ich bin hier in der Gilde, in Anführungszeichen, für Psychopathen gelandet. Warum hat mir der Sprecher nicht einfach gesagt, wen ich ermorden soll? Die Zuhörerin verlangte nach jemand Besonderem für diese Aufgabe. Aber die schwarze Hand war sich nicht schlüssig, wem sie sie zuweisen sollte. Die Mutter der Nacht hat jedoch immer eine Antwort. Ihr könnt die Litanei lesen. Ich bin mir sicher, dass es in ihren Worten Hinweise gibt. Von jenseits des Todes Kerker bringe ich dir all jene mit deiner kalten Klinge Liebkosung dar, die meinen unverwandten Blick empfingen. Hattet ihr eine Begegnung mit dem Tod? Das würde passen und es würde eure besondere Sicht erklären, der Grund, aus dem ihr die Litanei lesen könnt. Der letzte Teil ist leichter zu deuten. Bringt rituelle Opfergaben mit eurer heiligen Klinge dar. Heilige Klinge? Die Assassinenklinge, die euch anlässlich eurer Initiation zur Verfügung gestellt wurde. Die Leidensklinge. Sie ist ein Symbol und ein heiliges Werkzeug, eine Manifestation des Willens von Sithes.
Ich bin sicher, die Klinge wird bei der Vollendung der Litanei eine wichtige Rolle spielen. Ja, streng genommen tut sie das auch. So, sonst haben wir jetzt hier nichts mehr, was wir annehmen können. Ich schau mal eben, mir wird... Ach nee, das wird nur gezeigt, was wir als nächstes machen können. Ja, ich habe jetzt auch noch keine neue Quest. Das heißt, jetzt müssen wir wirklich das machen, was ich schon befürchtet hatte. Ich muss erstmal zwei Kontrakte offline erledigen. Und in der nächsten Folge hoffe ich dann, dass wir die nächste Hauptquest hier im Bereich erledigen können. Also von der Dunklen Bruderschaft. Es gibt ja zwei Hauptstränge. Einmal die Dunkle Bruderschaft und einmal noch den Hauptstrang, den wir in der Goldküste noch durchspielen werden. Allerdings erst nach der Dunklen Bruderschaft. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.